Ja, herzlich willkommen bei Boost Sidewinder. Boost Sidewinder. Bei Boost Let's Play. Nee, Boost Let's Play hast du ja schon lange nicht mehr. Mit dabei ist der Renault Wind. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Mikro los ist. Ist es weg? Nee. Und zwar wollte ich die Kleinigkeit wieder anschalten, weil. Ich krieg das seit 15 Minuten nicht mehr weg. Wie gesagt, krieg das seit 15 Minuten nicht mehr weg. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, es auszumachen irgendwie. Wir müssen mal kurz unseren super geilen VW Beetle RSI reparieren. Leute, es geht gleich weg. Keine Sorge, da bleibt jetzt nicht die ganze Zeit. So, wir fahren die. Devotation, da haben wir schon eine neue Klasse wieder. Ich wette, da kommen wir aber heute noch nicht hin. Wir spielen jetzt eine Stunde GT Racing wieder. Also starten wir mal direkt. Dover natürlich. Mikroschnauze. Blatt. Blatt. Also, ja, eigentlich, ich dachte, ich darf schon ewig warten. Ich muss mal kurz was einstellen, Leute. Ich glaube, so ist es richtig. Ah, nee, doch nicht. Moment. So, jetzt ist der gute Mann richtig eingestellt. Und dann können wir auch loslegen. Los. Los, Beetle! Oh, Alter, ist er da rumgequiekt hier. Alter. Ja, die freundlichen kleinen Rennen, die wir mal früher hatten, die sind jetzt vollkommen vorbei. Jetzt wird nur noch rumgequietscht. Alter. Geht er richtig ab jetzt hier. Anscheinend haben die Gegner begriffen, dass die Reparaturkosten in dem Spiel kaum was kosten. Und deswegen spacken die jetzt alle ab. Ups, Alter, was ist denn da hinter mir los? Nein, was tue ich da? Oh, scheiße. Er fährt sich aber auch ziemlich eigenartig, der... Oh, scheiße, Beetle RSI. Oh, oh. Ich höre wieder ganz viele Leute hinter mir. Die ganze Zeit. War ein englischer Polizeiwagen oder sowas. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht richtig gesehen. Wohin, wohin? Okay. Ich guck die ganze Zeit hektisch auf die Karte, weil ich ja nicht nach hinten gucken kann. In dem Spiel kann man ja nicht nach hinten gucken. Ja, wie gesagt, Musik bleibt jetzt mal an, wieder. Weil ohne Musik klingt es mir vielleicht dann doch ein bisschen zu trocken. Dann, oh Gott, da kommt wieder einer. Was ist das? Gott, Alter, der Golf 1 wieder. Lol, was geht denn der so ab? Was hat der denn geraucht? Scheiße, scheiße. Alter, Leute, was hat der denn jetzt auf einmal? Oh, oh. Scheiße, das hätte ich nicht mal... Doch, hätte ich machen dürfen. Der Golf 1 ist jetzt erstmal aus dem Rennen. Oh Gott, da kommt der Golf 5. Mann, nein! Hör auf, Mann! Danke, jetzt sag weg. Alter. Boah. Ich hab immer die scheiß Meme-Puppe da, die. Boah. Okay, ohne Popschutz muss ich aufpassen, was ich sage, weil. Wird laut. Ja, erstmal wieder volle Kanne verschaltet, ja, super. Mann! Oh, oh. Das ist echt Wahnsinn, wie alles aufploppt. Da geht ja mal gar nicht mehr mittlerweile. Oh nein, da kommen wieder zwei Autos angefetzt. Ich wette, einer davon ist der Killer-Golf. Ah, Leute, der Golf, der ist aber echt extrem krank hier, ey. In der Klasse. Schneller Beetle. Schneller Beetle. Fuck Beetle, gib bitte Gas.
Nein! Kacke! Ich habe mich rausgeschossen. Oh nein, da ist das Ziel. Beetle, mach noch ein Wunder. Fuck, ich hasse dich, Beetle. Scheiß Golf, hau ab hier. Mann, Kacke. Na, so ein Kackdreck. Und der Beetle ist sogar letzter geworden von... Ja, darauf freue ich mir jetzt auch einen Arsch ab, auf die scheiß 3000. Fuck. Ah, Mann, Dreck. Wie viel Geld habe ich denn? Okay, ich befürchte, dass wir hier was kaufen dürfen. Weil unser Wagen nicht mit der anderen Gegner der Leistung zurecht... Fuck, ich will nichts Neues kaufen, Mann. Das ist alles so teuer. So ein Scheiß. Ja, dann holen wir hier den neuen, den Luftfilter. Ah, das ist wieder so eine teure Scheiße. Boah, Kacke. Was kostet so ein Kit denn? Komm. Motorkit. Und warum kaufe ich mir das nicht? Bin ich eigentlich doof oder was? Danke. So. Habe ich denn jetzt mehr Leistung? Ja, mal, du hast ein bisschen mehr Leistung. 305. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Leistung. Oh, Alter. 300. So, Golf 1, ich bin bereit für dich mit neuer Power. Los. Du hast mein Winnie geklaut, du Arsch. Alter, jetzt geht das schon wieder los. Boah, was soll denn das? Jetzt macht der Golf 1 sie wieder vom Acker. Da war jetzt irgendwie nicht so ein Unterschied. Dreck. Ich glaube, bei dem Ding hätte ein Handling-Update ganz gut getan. Daran kann der Booster natürlich wieder nicht vorher denken. Oder irgendwie einen Leistungsunterschied haben wir schon, ne? Leute, dann brauchen wir ja gar nicht mehr die scheiß Turbos kaufen. Dann kaufen wir uns einfach die Kids. Alter, was mache ich da? Guck dir das mal an, wie der Golf schon wieder abfitzt da vorne. Mann, Kacke. Und ich hab Allrad. Und das Ding hat Frontantrieb. Wie kriege ich das Ding denn so schnell die Leistung über der Vorderachse? Das ist ja der Wahnsinn. Alter, der Typ ist ja der Wahnsinn. Na, was geht? Ist er schon wieder da? Ja, unser Beetle zieht jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Der hat aber sehr gutes Handling, glaube ich, der Golf. Deswegen zieht er so extrem ab. Oh, scheiße. Ich habe zu früh eingelenkt. Oh, Mann. So ein Scheiß. Oh. Nein, 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 Beetle! Oh, Kacke. Würdest du bitte nicht so viel Zeit mit Schalten verbringen? Ich glaube, der Golf hat einen Fehler gemacht irgendwie. Ich glaube, das liegt aber auch teilweise an dem Gewicht von dem Golf und der Beetle. Der Beetle ist dann eigentlich der reinste Fettsack. Da geht... Oh. Seinem ganzen technischen Scheiß. Der Golf ist halt ein Golf. Also der Golf 1. Ich nenne ihn einfach Golf, weil Golf 1 ist Golf 1 und ich muss nicht Golf 1 dazu sagen.
kann ich auch Golf sagen. Es ist gewusst, was ich gemeint habe. Ich sage Golf 5, wenn der Golf 5 zum Beispiel kommt. Weil das ist halt die erste Generation und deswegen sage ich immer dazu Golf. Das wäre jetzt geklärt. Scheiße. Oh, Mann. Ja, unser Beetle zieht jetzt echt ein bisschen besser. Ein bisschen. Boah, Alter. Er hätte es aber eigentlich vom Handling mehr vertragen müssen, merke ich. Aber ich will endlich aus Dover raus. Möchte große, lange Autobahnstrecken haben, bitte. Wo mein Wagen volle Kanne abgehen kann. So, nicht wieder von der Strecke verarschen lassen. Oh nein. Boah, geschafft. Das kann nicht wahr sein, ey. Meine Güte. Oh. Naja, der Preis ist... Aber dann für Geräusch. Fällt aber lau aus, der Preis. Ich bin zu doof zum Sprechen. So, reparieren wir mal den Schäden. Die Schäden. Der Schäden, das Schäden. Schon wieder Dover. Ich werd bekloppt, ne? Ich kann Dover nicht mehr sehen. Aber der Preis ist gut, den kann ich öfter sehen. Oh, der ist nur besser. Hoho, das ist ja geil. Okay, da bin ich bei. Alter Falter. Mikro. Golf 5 und Golf 5 GTI? Hä, warum gibt's denn da zwei verschiedene jetzt? Und los. Oh, ein Abgang hier. Nein, nein, nicht schubsen. Verdammt, das... Hau doch mal ab jetzt hier, Mann. Gott, ey. Erstmal vor den Golf 5 weggeschossen. Boah. Mein Allradsystem ist total überfordert bei den Lenkbewegungen. Der schlittert nur noch herum. Hi Golf 1, Golf. Jetzt mache ich das. Ciao Golf. Ja. Problem gelöst? Scheiße, das Ding ist immer noch hinter uns. Also voll gut gelöst. Ich weiß, ich bin ja auch multitaskfähig. Ich bin Igor, der Mann mit der komischen Stimme. Boah. Ich versuche mal das Gerät die ganze Aufnahme zu reden. Ja, der Wahnsinn, wenn er klappt. Weil, ja, wollte ich auch ein bisschen Unterhaltung haben. Ah, der Schalter. Wir machen hier hoch. Und dann fahren wir hier runter. Das ist ja der Wahnsinn. Die Sitze von dem Golf sind Beetle sind ebenfalls der Wahnsinn. Die bestehen nämlich nur aus Pappe. Oder Plastik. Oder Styropor. Es sieht aus wie Styropor. Es sieht nicht aus wie Recaro-Rennsitze. Es sieht aus wie Styropor-Sitze von Volkswagen. Ich habe jetzt nicht Volkswagen gesagt, denn das ist die politische Bank. Die frisst nämlich alles auf. Deswegen der politische Volkswagen. Marken. Jetzt habe ich Wagen gesagt. Wagen gesagt. Alter, eine Runde geht hier aber schnell vorbei. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, da links ran rennt grau wie Igor. Igor, der Kamikaze-Flieger von Mitsubishi. Warum ist das Schild der jetzt so abgehoben? War das die Apollo 13? Wenn dies war, dann sollen sie mir bitte Fotos von Florida mitbringen. Ich wollte schon immer ich wollte nichts Falsches sagen, das war nur ein Versehen. Das wäre auch egal. Mit super toller Technomocke geht es jetzt ab. Wer hat das Ding eigentlich erfunden, Portugiesen? Ja, unser super sexy Beetle, der fährt hier gerade eine sehr gute Zeit. Wenn ich die Stimme jetzt noch weitermache, kriege ich Halsschmerzen. Aber ich kann nicht mehr. Ich muss ja die ganze Zeit reden, ne? Der Igor, wenn er ihn schaffen will. Ach ja. Aber das sieht sehr gut aus für den Igor. Denn Igors Beetle hat jetzt 300 PS. Alter, 300 fette PS. Ich komme immer noch nicht klar damit. Das ist voll cool. Endlich haben wir mal richtig Leistung. Das gefällt mir. Ja, Igor mag Leistung. Leistung ist sein Geld. Die neue Kontorum. Bank. Oh nein, der Golf 1, der kommt, hör auf, geh weg, Mann! Geh dich ficken! Boah, gewonnen, erster.
Ich verstehe immer noch nicht, warum es hier einen Golf 5 GTI und einen normalen Golf 5 gibt. Es hat drei Fehler und dann wirklich zwei. Von diesen 13.000 wollte ich immer mal haben. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Wir können wieder Auto reparieren und setzen uns gleich ins nächste Rennen. Juhu! Aber die neue Wagenklasse habe ich auch noch nicht frei, oder? Progressiv! Ne, haben wir noch nicht. Das ist die Rotzkarre, die uns die ganze Zeit ärgert. Die geht mir ziemlich auf die Nerven mittlerweile. Ja, Alter, wenn ich noch weiter so rede, brauche ich gleich eine Flasche Wasser. Aber die Strecke ziehe ich jetzt nur als Igor durch.